Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute spielen wir wieder gegen Bots, der Bot Beatdown sozusagen. Diesmal Bronze, geht also von unten nach oben. Ich bin zwar versucht, Burg zu nehmen, aber das Game war so schnell zu Ende beim letzten Mal. Ich nehme einfach Champion. Damit kann man auch nichts falsch machen. Welcome to Nova. So, mal gucken. Ja, ist an sich gar nicht schlecht. Ist an sich gar nicht verkehrt. Wobei. Ja, doch, wir nehmen die mal mit. Ich muss mir gerade nicht großartig irgendeine Taktik überlegen, weil das Game sowieso schnell vorbei sein wird. Platzieren hier einfach mal so eine Jüngerin. Nö, ich warte mal ab. Guck mal, was drüben gebaut wird. Soll ich meinen Champion-Buff nicht vergeben, aber egal. Nicht so schlimm. Da steht ein Schwein. Da hat er wohl Auszahlung genommen. Muss ich ja davon ausgehen. Wenn Welle 1 für ein Schwein steht, das ist krass. Ist schon ein krasser Unterschied zwischen Bronze und Unranked. Ihm jetzt großartig was zu schicken, macht keinen Sinn. Ich werte den King auf. Mit dem Schwein ist er am Anfang zu stark. Ja, ich brauche ein bisschen Magenschaden nächste Runde. Da brauche ich dann lieber so Ninja noch hin. Das ist schon krass. Die letzte Runde ging so schnell vorbei, weil die einfach irgendwas hingestellt haben, gefühlt. Jetzt denken sie schon mal ein bisschen nach. Oh, ich gehe ein bisschen weiter auf den King. Wenn er hier weiter Schnecken schickt. Ja, können wir rundherum. Wir können zum Beispiel da einen Baum hinstellen. Der regeneriert dann das Mana schneller. Diese Mana-Bäume, die explodieren. Dann können wir sicherstellen, dass die auch ja volle Energie haben. Das ist gar nicht schlecht. Könnten auf 5 was schicken. Auf 5 wäre nicht schlecht. Pass auf. Wir bauen die so rund auf. Dann können wir da noch einen Jünger hinpacken. Rein theoretisch, wenn wir so weit kommen. Und können denen dann auch mal eine Regeneration geben. Das kriegen wir hin. Ja, okay, da schickt immer noch einfach so. Jede Runde irgendwas rein. Oh, was könnten wir ihnen reinschicken? Eine Blut können wir immer reinschicken. Machen wir. Das schafft es auch so gerade so vielleicht. Ja, mit einem Minischleim. Mein Teammate hat verkackt, aber da bin ich gut genug. So, wir könnten tatsächlich den Baum hier hinpacken. Finde ich gar nicht schlecht.
Das sieht zwar dann am Ende ein bisschen komisch aus, weil ich wahrscheinlich auch nicht so weit komme. Aber das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn ich hier so die Bäume und dann kann ich hier oben noch ein paar Fernkämpfer hinpacken, die zum Beispiel. Botgames sind auch immer gut, um neue Strategien auszuprobieren. Natürlich dann erst auf den höheren Rängen. Auf den Niedrigen bringt es jetzt nicht ganz so viel. Haut er das durch? Der kommt durch. Sehr gut. Oh, das ist wirklich gut. Das können wir natürlich einfach noch einen Baum hinbauen, theoretisch. Wir könnten aber auch splitten, indem wir hier noch einen von denen hinbauen. Robin könnte ich noch holen. Will ich aber jetzt erstmal nicht. Ich baue mal noch einen davon hin. Schick lieber mal noch was mit rein, weil nächste Runde ist nicht so sinnvoll. Hat seine Arkane Verteidigung mit der Schleimfrau. Oh, das war wirklich gut. Schwein down und die Masken schaffen es auch nicht. Sehr gut. Er hat nicht ganz so viel durchgelassen. Ist ja schon mal was. Kann eigentlich zwei Worker reinhauen. Ja, die ersten Botgames werden vielleicht nicht ganz so spannend, aber später in den höheren Rängen sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Jetzt hat er aktuell zu viel Arcano-Verteidigung, da werde ich nichts schicken. Könnte auf 9 sammeln. Und ordentlich was reinhauen, dann ist vielleicht schon Schluss. Ja, das block ich alles ab, gar kein Problem. Das sind natürlich gute Waves für ihn jetzt mit seinen Schleimen. Gargoyles waren da. Hat aber noch nichts aufgewertet. Der Dachs ist da. Eigentlich hätte er hohe Chancen gehabt zu halten. Na, wer weiß. Hat vielleicht zu wenig gebaut. Habe ich nicht drauf geguckt. So, wir könnten jetzt einfach eine Harpie aufwerten. Und fertig. Normalerweise schicken die erst in der letzten Runde, in der letzten Sekunde. Aber jetzt hat er wahrscheinlich das Geld gebraucht, um was hinzuplatzieren. Da machen sie zumindest schon mal mit. Ja, alles entspannt. So, ich schau schon mal ein Pack wieder rein. Sollte schnell Schluss sein. Die verkacken selbst hier schon fast. Der verkackt noch. Hat er nicht genug Gold, weil ich gesammelt habe. Ja, das kann niemals blocken. Nie im Leben kann er das blocken. Niemals.
Das ist schon mal der Mana-Baum. Der Baum des Wissens. Ja, so viel werde ich gar nicht brauchen, weil jetzt ist gleich vorbei. Welle 9. Also wir haben schon mal eine Welle länger durchgehalten als die Unranked Bots. Die waren bei der 8 schon down. Und der hält sogar. Oder gerade so nicht. Gerade so nicht. Tja, das ist das Problem mit Masken. Da bleibt immer Mini-Leben übrig. Mein Frontline ist aber auch weg. Es ist sogar noch nicht vorbei. Erstaunlich. So, wir können natürlich Harpien aufwerten. Das ist immer möglich. Ich baue einfach noch ein paar Harpien hin. Weil der Schaden ganz gut ist. Gerade von den Aufgewerteten, die greifen schneller an. Ja, die mit ihren 6%, die kommen da wirklich nicht weit. Vielleicht kriege ich noch eine Schnecke rausgepresst, mal sehen. Ja. Sehr gut. Aber jetzt kriegt man auch schon mal 100 geschickt, ne? Ja, Windfalke. Das schaffen die nicht. Wenn beide down sein. Und Schluss. Hat sogar gehalten. Hoho. Sein Elite-Art schon. Hat einen aufgewertet. Ja, nächster Erfolg. Bronze KI gewonnen. Perfekt, das war eine weitere Runde Legion. Der Bot Beatdown. Schaut auch gerne beim letzten Video vorbei. War auch eine schnelle Runde. Unranked Bots waren schnell besiegt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von Legion TD2 sehen wollt. Und bis dahin, einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.